Und damit willkommen zurück. So, ich fange an mit Gimli gegen Azog in Daroland. Das wird nicht leicht, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Oh ne, ich weiß das Daroland. Ich verwechsel Daroland die ganze Zeit mit den braunen Landen, aber ich glaube, die braunen Lande sind ganz woanders. Hm. Okay. Genau. Okay. Wir halten das so. Das hat gut funktioniert. Gut, Gimli levelt sich erstmal auf Stufe 2, das passt. Und dann die Orks und dann mal schauen, den Drachen werde ich nicht hinkriegen, aber. Einfach mal machen, 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 ne? So. Even Matchup, even Matchup. Da muss ich halt einfach ein bisschen performen. So. Gut. Worauf warten wir noch? Ich komme noch früh genug an. Ja, weiß ich nicht, ob du das tust. So, damit bilden wir schon mal aus. Das ist gut. Und weiter geht's. Also wie gesagt, ich versuche jetzt einen super aggressiven Playstyle. Ich habe es erstmal mit defensiver, so semi-defensiver Dings. Vergiss es. Weil das ist, was ich kann. Im Even-Matchup, sage ich mal, gewinnen. So. Und das werde ich jetzt weiter versuchen durchzuziehen. Ja, lass die Orks. Obwohl, hau sie. Komm, hau sie. Kriege ich da nicht irgendwo 95? So, 95. Abfahrt. Gut. Weil der sollte Stufe 2 werden. Und zwar relativ zügig. Das wäre mir ein persönliches Anliegen. Okay. So, und hier jetzt irgendwo ein Drachen. Da muss man halt aufpassen. Meine Größe spielt keine Rolle. So. Erstmal muss ich wissen, von welcher Richtung er kommt, bevor ich hier irgendwas versuche. Das ist das Erste, was ich wissen will. Okay, aber ich hole mir schon mal beide Gasthäuser, beziehungsweise ich klöppel sie kaputt. So. Die könnt ihr klöppeln. Na los. Okay. Ein Leuchtfeuer. Oh, noch nie gehört. Noch nie gesehen. Oh. So, können wir jetzt die Menschen aus Tal ausbilden. Heilung brauche ich nicht verknacken, das wäre dumm. So. Gut, der haut ab. Soll mir recht sein. Das nehmen wir ein. Und ich warte jetzt einfach, bis ich meine Armee hier fertig habe. Na, einfach warten, bis er sich zeigt. Genau, bis er sich zeigt. So. Ah, jetzt haben wir sie gefunden. Das ist nicht Azog. Das ist okay, das können sie gerne versuchen. So. Ja, geht schon. Gut, den Feuerdrachen brauche ich nicht. Ich könnte ihn natürlich versuchen zu machen, aber... Ich weiß nicht. Weiter, weiter! An eure Waffen! Salve! Macht euch bereit!
Genau. So, ist die Frage, ob ich das so machen kann. Ich würde es gerne mal probieren. Aber es ist halt auch ein bisschen riskant. Ja, vergiss es. Ich kann mich jetzt nicht um so einen Kackdrachen kümmern. Es geht einfach nicht. Ich habe gerade andere Probleme. Okay, er ist auf der linken Seite unterwegs. Na gut. Okay. Das ist ganz schlecht. Okay. Was ein Scheiß. Wo ist mein anderer Baumeister? Weil den muss ich jetzt ganz wichtig treffen. Der ist super wichtig. Hoffentlich lebt er noch. Ja, der lebt noch. Okay. Was eine Verschwendung. Ja, das ist egal. Ja, wie wär's, wenn du nicht rumrennst wie so ein Schäuble? Muss ja vorsichtig sein, was ich hier sage. Ich habe nämlich ein altes Wort für mich entdeckt, welches viele in der heutigen Zeit wahrscheinlich als sehr, wie sagt man da, antisemitisch, diskriminierend, whatever bezeichnen würden. Und dieses Wort heißt Spast. Na, heutzutage darf man ja gar nicht mehr alles sagen. Durfte man früher auch nicht, aber ich habe halt das Gefühl, es regen sich heute weit mehr Leute auf als früher. Obwohl das wahrscheinlich nur wegen dem Internet so wirkt und gar nicht so ist. Ne? Ich meine, am Ende entscheidet ihr selber für euch, welche Art von Mensch oder Person ihr sein möchtet und auch aus welchem Grund ihr so sein möchtet, wie ihr seid und gut ist. Aber das muss jeder für sich selber herausfinden. Genau. Und da mische ich mich recht wenig ein. Ja, aber das holen wir uns wieder, ne? So. Schmiede können wir auch noch bauen. Ja gut, der Drache ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber okay. Ja, das wird schon. Zwerge! Noch eine Salbe! Ich bin gleich fertig. Macht euch bereit, Zwerge! Ja. Aber nur fast. Schön. Das machen wir schon, ne? Ja, whatever. Ganz im Ernst, der kleine Minenschacht ist jetzt nicht so wichtig. Macht euch bereit, Zwerge. Teile bereit. Ich bin gleich fertig. Ich will endlich kämpfen. Bogenschützen. Reißt alles, sammelt euch. Und er gibt auf. So, das war die einfache Schlacht. Okay. Das war die sehr einfache Schlacht. Die nächsten Schlachten sind nicht so leicht. Dol Guldur wird interessant. Sogar sehr interessant. Und Lothlorien wird ultra mega interessant. Aber ich muss tatsächlich gucken, wie ich vorankomme und was ich weghauen kann. So, alles abwählen. Ich darf wie immer nichts behalten. Ihr kennt das Spiel. So, Schwarz.
Schwupp, schwupp, schwupp. Wir sind immer noch in Runde 2. Es wird so schnell ein Problem. Okay. Gut, speichern. Jetzt die Frage, probiere ich Dol Guldur? Ich glaube, ich probiere Dol Guldur, weil ich kann hier nochmal Punkte generieren. Im 1v1 müsste ich schaffen. Dol Guldur ist eine 1v1-Festung. Der hat keine Boni. Gar nicht. Der hat halt ein paar Türme und Katapulte, okay? Das heißt, er hat Fortifications. Aber vom Platz, ich habe keinen Mangel. Wir müssen die Schlacht zu ihnen treiben. Seid vorsichtig. Und da ich keinen Mangel habe, passt das schon. Gemeinsam sind wir stärker. Na, ich habe keinen Platzmangel. Und das heißt, ich kann mich gut ausbreiten. Und den einzigen Vorteil, den hat, sind die Fortification. Aber das ist egal. Ich muss dort nicht kämpfen. Ich kann warten. Und seine Festung, den Platz, den er effektiv nutzen kann zum Ressourcen generieren, der ist eh Bullshit. Der ist nicht gut. Der ist einfach nicht gut. So. Und unter dem Gesichtspunkt wird das ziemlich easy, würde ich mal behaupten. Also nicht ziemlich easy, aber es ist gut machbar. Wenn ich das verkacke, dann, weil ich selber dumm und dann bin ich selbst schuld. So. Genau, reiß mal diesen Schandfleck nieder. Ich habe hier Vision, ich kann auch hier und da unten Vision bauen, wobei die Vision ziemlich useless ist. Hier wäre besser, aber ist halt so, wie es ist. So, da krabbeln so Kackspinnen hoch und runter und so. Okay. Na, schaffst du es noch? Ja, schaffst du. Gut. Okay, das ist natürlich jetzt ein Problem. Okay. So. Und schon habe ich das Horn freigeschaltet. Perfekt. Gut. Bin ich doch immer. Hat's da ein Spinnennest? Hier hat's ein Spinnennest. Okay. So, ich hoffe, die schaffen das, aber die sollten es schaffen. So. Okay. Naja, und dann hier vorne halt, ne, mit einer Statue und gut ist. Also, das ist so mein Plan. Das wird schon werden. Vor allem, er hat nicht so viel. Er hat hier, hat er einen Helden? Könnte sein. Wenn er einen Helden hat, dann ist es even. Wenn er keinen Helden hat, dann whatever. So. Okay, whatever. So. Okay. Ja, da ist... ja, das dachte ich mir schon. So. Schafft sie hier was? Okay. Also tankig ist der Bums ja, ne? Okay, den ziehen wir mal zurück. Die gehen dahin. Dann hier noch was hin. Gut, die sind rot, die sind kaputt. Aber das macht ja nichts. Haben wir hier noch woanders irgendwas? Weil wenn das alles ist, dann sieht das böse aus. So, das Gebäude wäre euch. Wo ist der Bauplatz? Spinnen!
Zwerge! Halt nicht zurück! Okay. Wild. So. Müsste aber passen. An die Arbeit. So. Sterben die jetzt? Kommen die raus? Schwierig, ne? So. Aha. Knifflig. Bisher knifflig. Aber das wird schon. Mei, sie machen halt kaputt, was sie kaputt machen. Ne? Ist halt so. Aber das passt schon noch. Sollen sie machen. Das hingegen ist ein Problem. Sind die schon Stufe 2? Okay. So. Okay. Ätzend. Wirklich ätzend. Na gut, es ist wie es ist. Die Mine wird zerstört. Na gut. Wäre halt schön, wenn hier mal mein Bums noch funktionieren würde, ne? Naja. Ja, die Dings ist kaputt. Oder? Ja, knapp. Sehr knapp geschafft. So, ja, wir bauen einfach weiter. So, Schmiede. Die Hobbits hebe ich mir auf für den Notfall. So. Was haben wir hier? Haben wir auch geschafft. Gut. Da lang. Anstrengend. Ab in eine Mine. Okay. Ist halt so, ne? Wir greifen es halt gerade an. Das muss ich halt einfach so akzeptieren. Mal sehen, ob der da durchkommt. Ohne zu sterben. Aber ihr seht schon, also ich komme hier gerade sehr gut zurecht, ne? Ich habe hier wenige Probleme. Wenige Feinddinger. Und sobald ich 4 Katapulte habe, kann ich angreifen gehen. Vorher nicht. Vorher ist einfach nicht so gut. Da hat es noch Spinsies. Aber alles darüber hinaus ist gar kein Problem. So, Aufnahme läuft. Ja, Sound ist da. Sehr schön. Genau. Ach so, tun sie das. Na dann. Wo sind meine Feuerpfeile? Ah. Da kommen sie, okay. So, wir brauchen die Statuen. Sie sind jetzt bei 24%. Das ist noch nicht gut genug. Schon gut, aber nicht gut genug. So. Immer schön draufhacken. Ja, ein Leuchtfeuer. Das Leuchtfeuer ist schön, ne? So. Gollum interessiert nicht. Weil wir besitzen keine Festung. Finde ich aber eigentlich die coole Änderung,
dass Festungen jetzt so was Besonderes sind, dass du die nur hast, wenn du sie gebaut hast. Das macht Sinn. Es macht thematisch, finde ich, Sinn. Definitiv eine gute Änderung. Und das ist einfach nur sackdumm. Aber klar, kann man ja machen. Ist ja jedem das seine. Ne? So. Schwupp, schwupp, schwupp. So, da kommen mal Trupsis an. Das interessiert niemanden, ne? Das ist vollkommen egal. Dann machen wir jetzt das hier. Ja, können sie machen. Ist egal. Die brennenden Steine sind bereit. Wunderprächtig. Genau. Also ich komme gut zurecht aktuell, würde ich hier mal behaupten. Ja. So. Ich meine, ich kann auch hier oben noch ein Dingens bauen. Vollkommen okay. So. Ja, gibt's noch Katapulte? Nein? Okay, dann angreifen. Na, dann greifen an, wenn wir full life sind. Max out, supply capped. Max out, dann gehen wir rein. Passt ja, ne? Ist ja okay. So, können wir mal die Hobbits rufen. So. Genau. Einfach drauf und rein. Und dann wird das schon so. Hier kann man noch eine Mine hinstellen. Hier kann man noch eine Mine hinstellen. Wir gehen überall drauf und dann passt das schon. So, das eine Katapult haben wir zerstört. Das andere machen wir jetzt schnell kaputt. So, wo ist der da? Genau. So, Katapult, Katapult, Tal, Tal. Und so. Können wir noch eine Esse hinschmeißen. So, das Katapult kriegt die Feuersteinchens. Oh nein. Okay, das tut schon weh. Ja, geht's mal rein. Ihr könnt ja reingehen. Dann geht's einfach mal rein. Oh, jetzt schmeißt der Schädel. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Ist eigentlich egal. Und drauf da. So. Oh, oh, interessant. Gut. Ja, passt. Dol Guldur. Easy eingenommen. Feiglinge. Ja, okay. Zu ihnen. Oder von ihnen weg. Einmal eine fette Mega-Heilung. Irgendwo... Oh, der hat hier Dracholinus. Ja, dann schicken wir halt hier ein kleines Bataillon weg, ne, das irgendwo anders hingeht, aber das macht ja nichts. Das ist ja vollkommen okay. Ja, ja. So, die Phalangen kosten fast nichts mehr. 40% Hammer. Perfekt. Nochmal ein Steinchen bauen. Katapulte der Eisenberge sind kampfbereit. Ja, einfach drauf. Ne, das ist jetzt hier das random draufschlunzo Angriffo Rai Mai Tai. Naja, die können hier machen, wie sie wollen. Das ist egal. Kann die KI gerne machen.
Aber das tut ihr mehr weh als mir, also ist da alles. Naja. Okay. Kriegen wir die Dracholinos noch tot? Ja, nicht so. Na, wird schon noch. Da hat's noch Geld, auch interessant. Holt er sich das? Ah, gut, kann er haben. Ist ja egal. So, jetzt rennt er aber hier ran und da ist er dann tot. Weil hier hat alles Pfeile und Äxte. Und dann ist tot. So. Alles klar. Dann machen wir das mal kaputt. Ja, scheiß drauf, geh einfach drauf. So. Das können wir mal einnehmen. Hallo? Einnehmen. Prinz Brand, der braucht Stuff und Hilfe. Nochmal einen Katapult dann bauen. Bei Zeiten. Na komm, Geld, 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 Geld. Ich habe so viele Rohstoffmacher-Teile. Muss doch mal was geben. Kann nicht so schwer sein. Okay. Wild, ne? Jetzt gibt er auf. Okay. Okay, damit kann ich die Aufnahme beenden und bin wieder ein Stückchen weiter. Sehr schön. So, bis 18 Uhr mache ich noch. Das heißt noch eine Dreiviertelstunde und dann sind wir durch. Okay. Gut, also die ersten 2-3 Runden kriege ich jetzt immer ganz gut hin, das passt schon. Schwierig wird Lothlorien, aber da muss ich halt gucken. So, jetzt hätte ich beinahe einfach auf OK gedrückt, das wäre ein Desaster geworden. Darf ich ja nicht, weil beim Entlassen kriege ich die Hälfte des Geldes und das ist ganz, ganz wild. So, okay, alles auf 0, passt. So. Speichern und wir sehen uns in der nächsten Episode. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.